Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Jetzt gerade mal ohne den Waschbären, weil der Waschbär irgendwie gerade nicht richtig angezeigt wird. Ich muss jetzt aber anfangen mit meinen Kämpfen, sonst wird das Ganze zu spät. Sollte der Waschbär dann doch noch mit reinkommen, dann würde ich mich natürlich riesig freuen. Ansonsten muss er draußen bleiben. Ich habe nämlich nur 19 Minuten. Und oh, da ist er. Jetzt kann man sogar noch schnell den mit reinnehmen. Ja, wenn ich es hinbekomme. So, alles klar. Da ist er. Eieiei. So, der Waschbär. Da ist er. Also, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir kämpfen gegen Naughty Animations. Und wenn ich jetzt wieder runterschaue, oh Gott, schielt er heute. Heieieiei. So. Ja, dann fangen wir mal an mit der Tom Landry Middle School. Und dann machen wir weiter mit der Sexualkunde, Peter. Das sollte ja eigentlich ausreichend sein, zumindest für den ersten Step. Jetzt reicht es nicht mehr ganz. Für die Louise ist ein bisschen schade, aber gut, was willst du machen? Dann haben wir hier die Chief Cat. Oder was? Chunky Blast-Offs, so rum. Und jetzt kommen wir noch mit der Lila. Ja, und dann sollten wir das Ding hier auch soweit durch haben. Wird jetzt keine glatte 100 oder sowas werden, aber trotzdem gewonnen. Gegen Zulus Cola. Zulus Cola. So. Auf ins nächste Match. So, ich habe nämlich nur 18 Minuten. Also. Gucken wir mal. Das ist übrigens, heute ist übrigens jetzt Weihnachten. Gerade Weihnachtszeit angefangen hier. Jetzt machen wir mal den Peter. Oh, und ein Chicken Fight. Oh, das ist aber süß. Das ist echt goldig. So, Lila. Komm schon auf. Ja, das reicht auch ohne den 10er Push. So. Jawohl. 100. So. Match Nummer 3. Die kämpfen auch noch. Ja, sind auf jeden Fall fleißige Gegner. Fleißig, fleißig, fleißig. Drifter 420 am Start. Peter. Na, schon wieder. Komm schon. Na, komm, dann machen wir halt hier Sexualkunde, Peter. Der hat ja aktuell zumindest mal Leech. Und dann müssen wir jetzt hier die Stuffington Academy drauf machen. Dann haben wir eine Bombe, Leech und noch Punch. So, reicht das jetzt für eine glatte 100? Das sollte ausreichend sein. Jawohl. Und dann kommt noch die schlimme Dina mit hinterher. Und damit haben wir das Ding durch. 100. Jawohl. So, nice. Eine glatte 100. Ich bin eine glatte 100. Strat. Ja gut, jetzt hätten wir hier diverse Optionen. Oh, das sind sogar 40 bei Scheinprozess, Luis. Und das ist, jetzt sind es keine 40 mehr. Ah, doch, jetzt wieder, aber irgendwie hat das jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe oder gewünscht hätte. Dette macht aber nichts. Jetzt haben wir den Christmas Punch-Out. Der sollte sich eigentlich selber hochheilen. Und die Scheinprozess-Louise eigentlich auch, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Nur wenn ihm einen Punch, die müssten doch beide jetzt mal langsam aber sicher auf 100 hochkommen. Das gibt's doch gar nicht. Na, also, ne 100! Okay. Gibt's doch nicht. Also ich schätze, dass das ein Anzeigefehler war, aber es kann eigentlich nicht sein.
Der Faustschlag da oben macht ja nicht so viel Schaden, dass das Leech das nicht mehr hochheilen kann. Also. So, nächstes Match gegen Dolph Greening. Schauen wir mal. Eine Biegeschule. Eine Biegeschule. Komm, machen wir es halt. Nochmal eine Tina. Und noch einen Nachrichten-Tina. Jetzt haben wir zwei Nachrichten-Dinas. Und eine 100. Sollte das eigentlich sein? 100! Jawohl. So. Ja, ich denke, jetzt haben sie endlich auch eingesehen, dass das Ganze nicht mehr gewonnen werden kann von denen. Also, dann haben wir hier, es wären 37er Angriff. Was soll ich machen? Ich habe einen Bender. Gucken wir, was wir aus dem Bender machen können. Ist jetzt nicht gerade so prickelnd. Na, machen wir einen Rogers Kleiderschrank da drauf. Und mit dem Kleiderschrank machen wir jetzt hier eine Bürgerkriege. Und dann haben wir alles voll. Jetzt muss ich mal was rein. Was muss ich mir was einfallen lassen hier? Ich krieg den Bender gerade nicht hochgeheilt, ey. Zwei Runden habe ich vielleicht noch Zeit, drei Runden höchstens. Es ist irgendwie gerade gar nicht so schön hier. Und wir machen jetzt erstmal das da. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Du dai, ja, ist das denn die Möglichkeit? Hätte ich bloß gewartet. Doch, eine glatte 100 noch geworden. So. Eine glatte 100. Ich will eine glatte 100. So, 38. Also an alle Zuschauer da draußen. Ja, eigentlich würde ich euch jetzt gerne ein frohes Weihnachtsfest wünschen, aber ich weiß, dass das Video ja relativ spät rauskommen wird. Denkt einfach mal dran, der Gleichi hat euch ein frohes Weihnachtsfest gewünscht, auch wenn es jetzt nicht so. Das haben wir hier 39, das würde genau reichen. Und damit ist er auch schon wieder weg. So, Nye Feeling Seal. Oh, eine Tom Landry Middle School. Eine Tom Landry Middle School. Eine Tom Landry Middle School. This is so nice. Eine Tom. Scheiße, geht ja bei Nye Feeling Seal gar nicht. This is aber fein nicht gut hier für Nye Feeling Seal. Was haben wir jetzt? 83 nur, so eine Scheiße, ey. Mann. Mann, nur 83. So gar nicht. Scheiße. Noch drei Matches sind offen und 11 Minuten noch. Heute geht's relativ flott zur Sache, muss ich sagen. Wundert mich ein klein wenig. Sehr untypisch. Nikki Love. Und da können wir eine schlimme Tina machen. Und dann ist das Match eigentlich im Normalfall auch schon wieder rum. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Jetzt haben wir noch die Working Girl Tina. Und dann haben wir das auch wieder geschafft. Jetzt sind, wie viele sind noch übrig? Noch zwei Matches, ne? Two Matches left. Yo, man.
So, dann gucken wir mal rein. 39.000. Drifter 420. Ja, jetzt haben wir hier diverse Optionen, aber ich bevorzuge tatsächlich die Flügelmutter Lila. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ist eine 38. Naja, komm, doch, machen wir 38. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das reicht voll und ganz. Jetzt sind wir bei. Ach, jetzt haben wir schon so viel zusammen. Das ist. Egal. Perfekte. Eine glatte Undert. Haben wir eine glatte Undert geholt gegen die Animation. Wie heißt die Gilde noch einmal? Naughty Animations. Die Naughty Animations. Haben wir sie rausgeworfen. So. Erika B. Erika B. Erika B. So, dann spielen wir noch einen Bob mit drauf. Bei Erika B. Erika B. Erika B. So, und den haben wir bezwungen mit einer glatte hin. Was haben wir? Noch eine glatte und der. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich überhaupt geholt habe. Hier. Gegen Erika B. Gegen die Naughty Animations. Und jetzt sind wir bei über 40k. Das ist schön. Das passt so. Und stärkster bei denen war der Bass Fass. Schlechtester der Aniel. So, gucken wir mal bei uns hier rein. Wie schaut's aus? Bound. Was sehe ich da? 2000 der, zwei Perfect Matches. Einmal Bounty und einmal Goodliebe Block. Bounty und Cuddly. Mann, congrats. Eine perfekte 1000. Unglaublich. Nutty Nate. 999. Updam. 996. Junkhead. 989. Chris. 978. Lord Dado. 976. Brownie. Nerf. 972. Exame. 971. Mimo. 963. Wolf. 13. 920. Burger Boy. 961. Spider. 960. Topdas. 985. Dietronic. 975. Gecko Moria 943, Robert 939, A 933, Apokalyptika 921, Michael 910, Tipikulada 909, The King 906. So, damit sind wir die ganzen 9 Länder durch. Jetzt geht's weiter mit Gamer Guy, der Pate, Stromi, Eat Fresh Food, Sonja, Amir Palang, Tularis, Henny, Kings, Thomas, Cookie, Jesse, Teklis, Il Guru, Dennis, Ansgar, Edgar, Santos, Ulrike K., Homer J., Olli Z., Krankus, Manuel K., da komme ich, Butthole und Napoli. So, ja, sind aktuell 46 und jo, Matches gewonnen, sieht nice aus. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dann gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.